Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde von Minecraft Together mit mir und mit den ehrenwerten Herren Gernot 18. Jo. Ja, das sage ich jetzt nicht mehr dazu, gell? Jo. Ich sag das nicht mehr, ich begrüße dich nicht mehr, du bist unhöflich. Jo. Ich erinnere mich, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wirklich? Achso, wollte ich ja nur 3. Warum baue ich jetzt eigentlich 4 ab? Ja, ich erinnere mich wieder. Beziehungsweise erinnere mich noch. Ich habe Angst gehabt, dass ich das vielleicht vergesse. Aber nö, ich gucke ja meine... Oh. Meine Let's Plays ja an. Und wir waren dabei, diese Antriebsschienen hier nochmal reinzugeben. Ich hau mich dabei auf meine Baustelle. Jo, genau, weil ausgemacht war es ja, ich mache jetzt hier unten noch ein bisschen fertig und du tust derweil unseren neuen Bauernhof machen. Währenddessen mache ich dann hier noch ein bisschen Verschönerungsarbeiten. Ich hülle dabei einfach unter den Berg aus. Naja. Was? Tu, was du nicht lassen kannst. Währenddessen tue ich dann hier noch die, weiß ich nicht so, was wir eben geredet haben, so ein Brunnen etc. bauen. Und ein bisschen Verschönerungsarbeiten hier. Dass wir dann unten endlich einmal, sag ich jetzt mal, fertig sind. Ja, die untere Baustelle zumindest einmal schon eine Beendigung. Nur so eine Frage. So lang. Nur so eine Antwort. Ist unsere EP-Maschine eigentlich fertig? Ja. Aber Sixt nicht angebunden, das könnte ich auch noch, das könnte ich dann auch machen. Nee, weil es geht um das. Oh ja, das wird unsere erste Haltestelle werden. Da unten. Okay. Weil dass wir die Sachen schon einmal verzaubern, die Diamant, Schuhe, Hose, Hemd und so. Jojo, na, eigentlich die EP-Maschine ist fertig. Da war ich ja, glaube ich, schon einmal mit euch auch gemeinsam drinnen und hab mir die EP-Punkte geholt. So, jetzt haben wir überall Antriebsschienen drinnen. Also die gleich. Na natürlich nicht, Alter. Was baue ich da für einen Scheiß, Alter? Was? 1, 2, 3, 4, was? 1, 2, 3, 4, Und da habe ich ja schon einen Knick in der Optik. 1, 2, 3, 4. Ich habe, glaube ich, einen Knick in der Optik. Ja, Knick in der Optik, herzlich willkommen, ich muss zum Optiker, wieder schauen. So, da haben wir auch drinnen, da haben wir es auch drinnen. Da haben wir es auch drin, ich glaube ich habe extra nur 18 Stück gemacht, weil uns die noch gefehlt haben. Jo, wir haben Effizienzhaltbarkeitsaxt. Oh, au. Die au. Muss ich reparieren, das heißt niemand Diamanten gibt. Jo, du was du nicht lassen kannst. Mein liebes Schnucki-Hasi-Masi. Ich hab 35 Leveln. 35? Pfff. Was bist denn du für einer? Gut, als nächstes werden wir hier drei schöne, ja, wie soll ich sagen, Brunnen erstellen. Die Frage der Fragen allerdings jetzt nur, hab ich Material hier? Jo, aus Eichenholztreppen will ich es aber ehrlich gesagt nicht machen. Au! Du Scheiß-Zombie! Ich sage ja, wir müssen die Welt erkunden gehen, wir brauchen neues Holz und so. Nö, ich weiß auch schon, wie ich es machen will. Ich will nicht alles aus Holz da unten machen. Oh, doch, Birkenholz. Oh ja, Birkenholz. Und die Bänke mache ich auch aus Birkenholz. Das gibt nämlich einen schönen Kontrast. Bist du narrisch? 22 Erfahrungsleveln und ein Diamant und die ist noch nicht ganz fertig. Ja, was glaubst du? Ja, aber ich muss, weil sonst arbeite ich mit da zum Hugo. Ey. Mach einmal was schön, gell? Weil sonst sprenge ich ihm da weg. Ich mache ihm nur nach meinem Thema. Nach deinem Thema. So, warte mal, wird schon finster. Du raunst gar nicht. Nach welchem Thema? Warum soll ich raunzen? Das ist ein gemeinsames Let's Play. Ja, schon. Aber was ist mein
Leitspruch? Groß, größer, am größten? Mhm. Ja, ich kann dich eh nicht aufhalten. Ich kann einfach nur sagen, Porky! Das Schwein. Porky, das Schwein. Ui, ich hab schon wieder eine zerpflückte Welt. Ist das schön. Aha, kennen wir ja schon. Ich sag's euch, Leute. Ich weiß nicht, was mit Minecraft los ist. Ich meine, solange hier die Welt in Ordnung ist, passt das ja. Ich meine, er ladet sie ja auch nach, ja. Ich meine, so ist es ja nicht. Aber er ladet es nicht so schnell nach. Und ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht, keine Ahnung, habt ihr ja Tipps, Tricks. Aber, ich bin das schon gewohnt jetzt mittlerweile. Ich mach mal doch nicht mehr so ins Höschen. So, dann gehen wir mal rauf in die Kisten, weil da kommt jetzt endlich unser bemooster Pflasterstein zum Einsatz. Ihr werdet es kaum glauben, Freunde. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Kann man aus dem eigentlich Steinziegeln auch machen? Nö. Schade. Ja, ne, ist ja wurscht. Pflasterstein habe ich auch noch in rauen Mengen da. Bemooster Pflasterstein habe ich auch noch da. Spitzhacken habe ich auch da. Schienen habe ich da. Jo, dann würde ich einmal sagen, das baue ich nicht. Ich muss zuerst Terraforming machen. Ja, viel Spaß. Erde haben wir eh genug. Aber das Einzige, wo du kurz da bleiben müsstest, wenn du schon da bist, warte kurz, ich komme gleich wieder. Ding was? Na warte kurz, wir werden gleich sehen. Nehmen wir 6 Eimer mit für Wasser. Wo bist du? Unten. Oben. Im Lager. Ja, komm dann, Ja, gleich. Muss nur was einsortieren, schnell. Wo soll ich hinkommen? Warte kurz, ich komm gleich. Ja, geht aber. Mist, ey. Was? Nicht zum zukünftigen Bauernstall. Ja, komm du erst einmal schlafen. So. Na, jetzt ist mir schon wieder zu dunkel. Ach so, komm du mal schlafen, ja. Bett haben wir ja, ne? Jo. Ich hab ausgelockt. Wir sollten uns endlich einmal wieder dein Bett herstellen, jetzt haben wir eh genug gelbe Wolle. So. Kannst dich wieder einloggen, gell, übrigens. So, soll ich jetzt noch immer zum ja. Zum Projekt Bauernhof gehen? Ja. Gut. Dann gehe ich halt einmal. Oder vielmehr, ich springe einmal hin. So wie ich. Und bin ja hinter dir, was willst? So. Sodala, welche Höhe? Die hier, wo ich jetzt drauf stehe, oder die, wo ich da drauf stehe? Warte, ich schau schnell. Mach die Höhe. Die, wo wir jetzt da, oder? Das heißt, genau so ist es. Das ist die Einheitshöhe fast komplett. Ja, ist die größte Fläche hier von der Höhe. Eine Hexe. Eine Hexe. Gesehen. Die randaliert schon wieder. Was hat's mir denn gegeben? Schwarzpulver und Redstone. Das schon her. Ja, nee, da muss das Hügel da wegreißen und auf dem, wo wir jetzt da gehen, hier quasi. Soll ich das komplett mit Erde ausfüllen oder so? Ja, ich würde schon machen. Ja, passt. Weil sonst geht's wieder unten. Und Erde haben wir jetzt zum Sauffüttern, also. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zum Bahnhof zurück. Ups. Bevor ich dorthin gehe, kurz einen Abstecher zum Wasser. Und schnell mampfen. Achso, ja. Holen wir uns hier schnell Wasser. Schwupps.
Und dann machen wir einen kleinen Springbrunnen, meine Freunde. Und also zwei kleine und einen größeren. Und dann müssen wir noch in die Mitte die Bänke machen. Das kann ich drüben auch machen, schnell. Schilder wollte ich mal mitnehmen, aber die kann ich drüben auch machen. Brauche ich nicht extra da jetzt nochmal zurückrennen, wenn ich jetzt schon auf der Hälfte des Weges bin. Und dann machen wir uns Bänke und jo. Und dann sind wir eigentlich zum größten Teil unten schon fertig. Dann brauchen wir eigentlich nur nach oben das Becken machen. Und jo. Jetzt wird's überhaupt lustig, Gernot. Warum? Weißt du, wo die IB-Maschine ist? Nein. Super. Dann haben wir ein Problem. Ich weiß es auch nicht mehr. Weil da war ja die, da haben wir ja die Karte noch gehabt, ne? Die, ja, wir jetzt nicht mehr haben, ne? Weil diese Karte ja nicht geupdatet ist auf die neuesten Minecraft, ne? Ja, dann muss ich suchen. Ich meine, ich habe schon, ich glaube, ne, ich habe, habe ich eine Vermutung? Ich weiß es gar nicht. War der nicht irgendwo bei uns in der Nähe, Nagel? Ja, irgendwo unterm Haus. So, ich habe gesagt, da hier, also quasi. Habe ich Erde zufällig hier? Ja, Erde habe ich. Wenn ich jetzt das weggebe, habe ich hier 1, 2, 1, 2, 3. Das heißt eigentlich mit anderen Worten. So, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier ist irgendwo die Mitte. 1, 2. Huch! Na, so doch nicht. So. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich das jetzt hierher gebe, schaut das ein bisschen blöd aus. Habe ich noch eine Axt? Ja. Das heißt im Prinzip, wenn ich es jetzt hierher gebe, dann habe ich hier 1, 2 frei. Und das gleiche müsste ich hier auch machen. Dann habe ich 1, 2, 3, 4. Okay, das passt dann mal so. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was ich vorhabe, Freunde. Mal so. So, wie viel habe ich jetzt hier? Hier bin ich genau auf der gelben Linie exakt. Also eins entfernt. Das heißt. So. Ne? Dann kann man hier noch gemütlich vorbeigehen. Und hier auch noch. Und dann muss ich die Fackel hier weggeben. Haue ich hier das auch nochmal weg. Ich hoffe, da drunter ist nichts oder kein Leerraum. Aber im Prinzip wäre das ja eh Wurst. Und dann kommt der Cobblestone zum Einsatz. Und hier kommt dann der Bemooster zum Einsatz. Wobei, der hier ist unnötig, weil den sieht man hier eh nicht. Weil. Das machen wir dann quasi so. Hinter! Und zips. Ja, okay, schaut ziemlich gut aus schon. Und dann brauche ich eigentlich nur noch hier Wasser raufgeben. Yep. Einmal und zweimal. Und das hier weg. Und
Und wir haben hier einen kleinen süßen Springbrunnen. Schaut nicht einmal so zwider aus. So, das heißt, wir haben uns das sicherlich gemerkt, wie das hingehört. Lol. Deswegen werde ich jetzt hier... Und Erde brauche ich. Hier habe ich die Erde drinnen gehabt. Okay. Weil drüben mache ich es ja 1:1 das gleiche. Scheiße, jetzt ist eine Spinnerin im Weg wieder. Komm her. So. Und dann kann ich sagen, zack. Zack, zack, zack. Nein, so nicht. Genau, weil dann habe ich so gehabt. Und hier so, ne? Genau. Muss ja alles irgendwie gleich ausschauen, ne? Okay, jetzt... Ach, das habe ich einmal zu weit auch rausgebaut. Nein, meine Axt. 1, 2. Flucht. Flucht, passt. Achso, Axt, ja. Brauche ich sowieso. Ui, ein Creeper. Das ist, ja. Creeps ist insofern nicht gut. Weil, wie ihr euch erinnern könnt, ist er ja unnächst einmal an unserem Arsch gegangen, hat die halbe der Hütte in die Luft gesprengt. Ist insofern nur problematisch gewesen, weil uns die Hexe ja, glaube ich, vergiftet hat. Irgend so ein Lahmheitstrank. Darum haben wir da nicht genug rennen können. Machen wir nur eine, das reicht. Und wie gesagt, darum haben wir da nicht rechtzeitig wegrennen können, beziehungsweise überhaupt nicht wegrennen können. Und ja, das Endprodukt habt ihr ja gesehen. Zwei Spinnen, Alter. Mal Zeit, dass hier ausgeleuchtet wird. Und zwar gründlichst. So, dann hacke ich das auch mal weg. Und dann setzen wir hier irgendwie so. Und so. Und ja, das können wir so machen. So passt das, so passt das. So, dann können wir die stapeln wieder. Die zwei Wassereimer nehmen wir wieder. Und sagen einmal Erde. Und zack, zack, zack. Einmal. Zweimal. Und das Wasser ist da. Sehr schön. Das ist eh 1, 2, 3, 4 hoch. Das drüber war auch 4 hoch, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann man schlafen? Achso, ja. Warte, ich muss da rauf gehen. 1, 2, 3, was? 1, 2, 3, 4. Ja, passt. Jo, ich eile ins Bettel, ich eile ins Bettel, ich komme schon, ich komme schon. Ah. Oh, nein, 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 nein! Alter, fick dich. What the fuck? Fick dich! Da gehst die Stufen rauf, ja, ohne irgendwie einen Hintergedanken zu haben, dass da vielleicht eventuell ein Creeper sein könnte, ja. Was macht ein Creeper? Der geht fröhlich die Stufen runter, ja, und macht Pss, Puff. Okay. Alter, Verwalter. Scheiß, die waren dann wirklich. Naja, dann heißt's wieder aufbauen, ne? Haben wir ja schon lang nicht mehr. Ich meine, zum Glück hat er nicht so viel weggesprengt. Halt nur
Warte mal, wo waren wir denn da? Da waren wir, ich glaube, da haben wir den Durchgang gemacht. Scheiße. Oh, gingen wir dir am Arsch, die scheiß Creeper, wirklich. Ich kann's dir gar nicht sagen, wie. Super, haben wir eigentlich noch Sandstein irgendwie? Oder war das der einzige Sandstein, den wir da noch gehabt haben? War der einzige. Super. Finde ich klasse. Finde ich klasse, ich bin sandsteinleer. Gebiete! Das kann es jetzt aber wirklich nicht sein, oder? Jetzt darf ich wieder Sandstein farmen gehen, oder wie? Geh schlecht, Dieter, du scheiß Zombie, Alter. Ich habe jetzt gerade diese Laune. Was haben wir denn eigentlich mit dem Sand gemacht, den ich gefarmt habe? Sandstein und Glas. Ah ja, Sandstein, stimmt. Gelbes Glas. Ah ja, stimmt. Nee. Ja, ist mir jetzt Dudel. Ich mache jetzt einmal den großen. Ich mache jetzt einmal den großen Wasserfall, weil. Ja, bitte, jetzt ist da wieder eine Hexe. Tschüss. Ja, vergift mich erst recht. Vergiftung. So, wo ist denn da der meiste Platz hier? Au. 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 Fuck, das ist ja so ein Arschloch, wirklich. So eine So, da haben wir gesagt, haben wir zwei freilassen. Und da haben wir das quasi in die Flucht gebaut. Das heißt, rein theoretisch war das falsch. Weil rein theoretisch gehört das so. Haben wir und da haben wir die Flucht. So, dann gehört das quasi hier so. Hier so. Und die haben wir zwei freilassen. Zwei freigelassen, ja. So. Ne, Flucht. Zwei frei. Zwei frei. Sei frei und dann machen wir dann halt den größeren Wasserfall. Ah, Wasserfall. Springbrunnen! Ah, dieser Creepers wirklich, Alter, diese Creepers. Wie schön wäre Minecraft ohne Creeper? Naja, fad wär's. So, dalla. Dann brauche ich jetzt Pflaster mit Bemosten. Ich hau dir mal irgendwie hier her. Und dann tun wir das hier zumachen. Und zumachen. Und dann muss ich überlegen, wie kriege ich, beziehungsweise wie mache ich das jetzt? Da hier habe ich eine Zweierbreite. Also hier ist ungerottet, also das heißt, ich muss eigentlich rein theoretisch immer eine doppelte Mauer machen. Oder, ich mach so, da, da und da. Warte, dann brauche ich aber, dann muss ich aber den Weg weggeben. Weil dann sieht den eh keiner. Oder? Ja, man, probieren wir es halt einmal so. Schaut zu fad aus. Machen wir so. So, und dann habe ich eh keine mehr. So, viermal, ne? Das heißt einmal noch.
1, 2, 3, 4. Jo. Gut, dann brauche ich aber nun endlich einen Brunnen schnell. Mit 2 Kübel Wasser komme ich nicht weit mehr. Zack und zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann nur einen einzelnen machen, das geht natürlich jetzt auch nicht. Weil ich eine Doppelbreite habe. Probieren wir es einmal, wie das ausschaut. Hallo? Ah, jetzt geht's. Dann gehen wir den da her. 3 habe ich noch. So. 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 Oh, jetzt fällt mir aber gerade eine andere Blödheit ein. Ich könnte ja eigentlich rein theoretisch sagen, dass ich den hier höher baue. Schaut nicht einmal so schlecht aus. Will man meinen Gerner dann fragen, was er davon haltet, aber... So, bis jetzt schaut es mal gut aus. So, jetzt brauche ich aber natürlich wieder Eichenholz. Zack, 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 zack. Und weg ist es. So, dann brauche ich hier noch mega viel Beleuchtung. Dann haben wir mal die Brunnen. Und stimmt ja, ich wollte noch was basteln. Das machen wir gleich, das machen wir gleich. Was? Wann? Wo? Wie? Also, neben mir. Gut. Zack. Und zack. Und zack. Okay, das reicht nicht mehr. So, rein theoretisch müsste ich jetzt sagen, hau ich hier eine Dreierbank her. 1, 2, 3. Dann lasse ich hier 1, 2, 3, 4, einen 5er Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, eine 3 oder eine 4 war das jetzt? Das war eine 1, 2, 3er Bank. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. So, eine 3er Bank. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 weggelassen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja, das passt. Können wir das eigentlich so lassen, ne? Dann machen wir das hier als Rand quasi. Dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Jo, kann man lassen, oder? Kann man lassen. Nein, da wollte ich es nicht drauf. So. Zack und zack. Gut, da brauche ich aber eine Menge Schilder und... Ja, eine Menge Schilder. Und Birkenholztreppen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Müsste eigentlich jetzt das so stimmen. Jo. Stimmt auch so. Und dann habe ich es hier wieder. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Ich laufe einmal Richtung Heim, es wird schon wieder dunkel. Jo, tu das einmal.
So, das haben wir hier gehabt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und fertig ist die Hexerei. Gut, fresse, fresse. Ich lieg im Bett. Jo, ich auch gleich. Und zwar jetzt. So. Und er raucht sich schon wieder eine an. Sicher. Was, was du nicht machst. Rauchen wir während der Aufnahme, das geht nicht. Ja, das glaube ich dir jetzt. Das glaube ich dir. Das ist so viele Leute. Das glaube ich dir ist das Wort. Jupp, ich weiß, dass du es glaubst. So, dann machen wir da Birkenholzträbchen. Also so halt und so und so und so und ja, was ist der Teufel noch, ey? So, da habe ich noch 10 Sandstein gefunden. Das waren auch die einzigen 10, was ich gefunden habe, leider Gottes. Dann können wir da nochmal schnell ein bisschen ausbessern. Und wie läuft's bei dir? Ja, flüssig. Abgesehen davon, dass die halbe der Bude hier zerstört ist wegen einem Creeper. Geht's einigermaßen. Ich sag nichts dazu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Naja, was willst du machen, wenn sie die Stiegen rauflatschen und auf einmal kommt dann Creeper entgegen? Dafür sag ich, ich sag nix, geht mir nichts an. Das ist deins. So, dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es ist keine Hexerei. Hier, Bänke, Bänke, Bänke. Achso, na hier kann man... wohl... Machen wir hier auch Bänke oder nicht? Ja, das ist... Das weiß ich noch nicht, was wir hier machen. Jan, habt ihr recht? 2 Creeper und 2 Skelette. Geht's noch, oder... Gott im Himmel, Alter. 1, 2, 3, 4, das passt. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Was? Wo? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier eine Fackel und da eine Fackel. Dann kann ich auch nichts spawnen so schnell. Hoffentlich halt einmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wird eh lustig, das alles auszuleuchten, dass hier wirklich überhaupt nichts spawnt mehr. Wow! Aha! Hast du geglaubt? Scheiß Kerl. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ups, das war einmal zu viel des Guten. 1, 2, 3, 4, das passt. 1, 2, 3. Bauen wir hier noch eine schnell her. Dann haben wir es hier noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ups! Da bin ich runtergeflogen. Da kann ich nichts dafür. Da kann ich gar nichts dafür. Und 1, 2, 3. Gut, hier bauen wir wieder nichts. Und 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wird sich nicht ausgehen. 1, 2, 3. Es wird sich zum Seil nicht ausgehen mit den Stufen.
Was hier noch? Gut, da hinten haben wir eh keine, oder soll ich da auch welche machen? Aber ja, machen wir da noch welche. 1, 2, 3. Na, das war unklug. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann beschildern wir die. Dann haben wir die auf der Seite schon fertig dann. Dann hole ich hier noch eine Fackel her, weil hier ist ziemlich finster. Dann hole ich mal das Skelett hier. Au. 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 Oder es holt mich halt, ne? Je nachdem. So, wie haben wir denn das da jetzt? Das müssen wir. Ich habe, glaube ich, zwei von der Mauer weg frei, oder? Mal gucken. Eins, zwei, jawohl, zwei von der Mauer weg. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, 1, 2, 3, 4, zack, 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 1, 2, 3, 4, 5, zack, 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 1, 2, 3, 4, 5, zack, zack. Jawohl, so gehört's. Und wie läuft's bei dir? Ich grab mich gerade im Berg rein. Aha. Na schön. Und eine Rauchen, mitten im Let's Play, hä? Huh? Das ist ein Wahnsinn. Ja. Geht leid. Das kehrt sich aber nicht, hä? Huh? So, dann machen wir das. Was kann ich dafür, wenn die neuen EU-Checks so scheiße sind? Sind aber gut, hörst. Die gehen während dem Rauchen aus. Ja. Wenn es ausgehen sollen, gehen es nicht aus, aber. Ja, na, das habe ich schon beobachtet. Es kommt aber auch immer darauf an, wie du sie hinlegst, die Zigarette. Wenn du sie senkrecht nach oben, also sie senkrecht nach oben legst in den Aschenbecher, dann gehen sie aus. Haltest du sie aber nur blöd in der Hand, haltest du sie auch blöd in der Hand, wie halt den Aschenbecher, gehen sie aus, ne? Legst du sie aber jetzt, dass sie irgendwie blöd in den Aschenbecher hinein, wo man eigentlich glaubt, dass sie ausgehen sollten, nö. Machen sie nichts. Ich meine, ich finde es eh einerseits gut, dass sie sich Gedanken drüber gemacht haben, wie man Wohnungsbrände, sage ich jetzt einmal, kontrollieren kann, in Form von, naja, Zigaretten, die von selber ausgehen, ja. Nur das Problem, wie gesagt, damit haben sie vielleicht ein Drittel der Wohnungsbrände eliminiert, ja. Und zwei Drittel davon sind aber noch immer technische Gebrechen von Fernseher oder wurscht was. Ja, und jetzt ist zum Beispiel ein Biertender explodiert, ja. What the fuck, wie geht das? Naja, ein Biertender hat ja einen integrierten Kühlschrank quasi, ne? Ja, aber. Ja, da dürfte wahrscheinlich der Kühlschrank oder sowas irgendwie, keine Ahnung, kaputt gewesen sein oder sowas und hat einen kurzen verursacht und der explodiert, ne? Ja, gibt's. Kann man nichts ändern dran. Das heißt, Dr. Rettl empfiehlt uns keinen Biertender zum Kaufen. Naja, ich habe selber einen daheim, also. Da musst du aufpassen, dass das nicht. Wird ein bisschen blöd, ne, wenn ich jetzt sage, kauft euch keinen und ich habe selber einen daheim. Es ist. Ja, nicht, dass du in Flammen aufgehst. Na, ah, dann gehe ich halt in Flammen auf. Mach's halt das Let's Play alleine weiter. Dann machen wir beide weiter. Na, wieso? Magst du nichts reden? Ich rede ja auch nie was. Und wenn, dann rede ich lauter Scheiße, also. Das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, zack, zack, zack. Was heißt, das stimmt, Alter? Bist du watschen oder was? Mit Fuß, oder? Ja, watschen mit Fuß auf Nase. Bitte. Bitte, sagt er auch noch drauf. Ganz frech, Alter.
So, dann machen wir noch Cyrnosh. Super, genau da, wo die Fackel steht. Fackel, du bist mein Hero. Huch. Da gab's ein schönes Leck. So, dann zack, zack, zack. Da haben wir's schon. Gut, so. Das ist ja ein schöner Leggy. Ja, das ist, was du oben bist. Das stimmt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, ich laufe wieder nach Hause. Oder? Du kannst dich schon Richtung Bette bewegen. Ich komme. Was? Alter, ein... Wie geil ist das denn bitte? In unserem Springbrunnen unten in der U-Bahn-Station ist ein Tintenfisch gespawnt. Ein Obdachloser. Tja, lol, Alter. Ich find das krank, echt. Ich sage, das ist ein Obdachloser. Ja, ja. Der wascht sich gerade. Mhm. Mal eine andere Frage. Willst du die Stufen, wo man sitzen kann, quasi die Sitzbänke, willst du die links und rechts quasi mit so Schilder als Begrenzung haben, als Armlehne? Oder soll ich die rund machen, ohne Schilder als Armlehne? Ich würde machen teils, teils. Teils, teils. Stimmt aber auch wieder. Ich habe jetzt da pro Länge von einer Bahn, ja, habe ich jetzt drei Sitzbänke, jeweils drei Breite. Da macht zwei mit normal und eins rund. Soll ich das in der Mitte rund dann machen? Jo. Okay. Ist mir jetzt das gerade eingefallen, ey. 1, 2, 3, 4. Eins, dann habe ich da die Mitte. Oh ja, dann machen wir das so. Ja, ja, so nicht anders. Ich würde aber auch bachen was irgendwie. Nicht gut? Na, wenn ich so klein mache, dann müsste ich es länger machen. Hm. Ist ja kein Problem, ist ja kein Thema. So, 1, 2, 3, 4, 5, zack, zack. Zack, zack. Dann müsste ich es eigentlich da so machen. Dann schaut schon wieder besser aus. Dann habe ich hier allerdings 1, 2, 3, 4. Das heißt, das wird nicht symmetrisch, wenn ich dazwischen was bauen will. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Am blödesten. Wie mache ich das am blödesten? Wie mache ich das am blödesten? Ich weiß es doch nicht. Das heißt, ich müsste die eigentlich alle um eins nach aus versetzen. Okay, tut mir leid, Leute. Wird noch ein bisschen dauern. 45 Minuten umsonst gebaut. Ja, das ist halt Minecraft, ne? Was soll ich sagen? 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann habe ich hier wieder
Dann kann ich hier wieder was bauen und hier ist dann die Mitte, genau. Jo, 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 so machen wir das, so machen wir das. Genau. Dann habe ich hier eine 1, 2, 3, 4, 5er Breite und hier muss ich es auch noch einmal nach rausbauen. Nein, nichts schreiben. Okay, dann gehe ich jetzt einmal durch und hab das. Achso, da mal, das brauche ich gar nicht weghauen. Brauche ich nur so und so machen. Das muss ich wegschmeißen, genau. Dann haue ich das hier dazu. Und hier auch. Und hau das weg. Und gebe das hier dazu. Ne? Genau. So, dann kriegt das hier und das hier. Dann machen wir das jetzt einmal schnell Durchlauf. Zack. Au! So, dann machen wir das im Schnelldurchlauf, wie gesagt. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Dann hau ich das hier weg. Und gebe das hier dafür her. Hau ich das hier weg. Und hau hier eine zusätzliche her. Nee, nichts schreiben, habe ich gesagt. Gut, und dann quasi. So, da habe ich auch noch nichts hingehört. Gut. Was? Alter! Gib mir da mal Arsch. Dann hau ich das hier dazu. Zack. Und zack. Ja, das ist, wenn man schnell bauen will, ne? Dann wird es ein bisschen. Irgendwie. So. Okay, dann habe ich das jetzt angebaut und dann baue ich quasi das hier weg. Was willst denn du, Zombie? Bist du gleich tot wieder? So. Ist ja nichts zu melden da. Ist ein Zombie nicht schon tot? Nee, jetzt ist er ganz tot. Dann ist er tot, tot, oder? Na, vorher war er möchte gern tot, jetzt ist er ganz tot. So und so. Und dann baue ich hier quasi dran. Zack und zack. Hier kommt eine Fackel her. Und dann kommt quasi das hier weg. Und hier und hier. Und das gleiche kommt dann hier weg. Und quasi hier mit dem und dem. Genau. So, dann mache ich jetzt quasi die Reihe, stimmt jetzt da ja. Und die Reihe nicht. Gut, das heißt, dann baue ich hier und hier. Hier und hier an. Das gleiche mache ich hier und hier. Hier und hier. Hier und hier. Da und dort. Was ist denn das, Alter? Zack, zack. Na. So. Hallo? Ah, jetzt formt er sich richtig. Ist auf der Seite jetzt auch, ja. Dim, dim, dim. Dim, dim. Düm, düm. So, jetzt haben wir das auch richtig, jawohl.
Und jetzt muss ich noch das hier verändern. Naja, so lange hat es jetzt gar nicht gedauert. Dann baue ich hier das nochmal weg. Und hier. Und hier. Hallo? Und hier. Und hier. Und da passt's. Juhu! Genau, machen wir das einmal so wieder. Na, nicht so. Trottel. So, gut schaut's aus, Opa, gut schaut's aus. Und zack, und zack. Genau, da haben wir ja richtig schon alles gebaut, ne? Genau. So, jetzt frage ich mich aber allerdings trotzdem, wo die EP-Maschine ist. Das gibt's ja nicht. Haben wir das auf jeden Fall einmal richtig. Das heißt, wir müssen hier eigentlich auch ein bisschen Schönheits wieder Korrektur machen. Und zwar so und einmal nach außen. Das heißt, ich habe jetzt Nummer 1, 2, 3 hier frei. 1, 2, 3, jawohl. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt quasi das hier weg. Dann kommt hier die Fackel her. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, eigentlich habe ich 5, 4. Huch. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eigentlich eine 5er Breite, jetzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sollte eine 5er Breite sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wo ist eine 5er Breite? Und dann kommt das weg. Oh, bewegt sich Richtung Bett. Weg. Ja, warte gleich. Das kommt weg und stattdessen kommt das hierher, das kommt hierher, das kommt hierher und wir gehen einmal schnell schlafen. Schwups und schwups und hinein damit. Und schnell ins Betti, schnell ins Betti, schnell ins Betti, 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 Betti. Ich bin im Bett. Ich auch. Juhu, Schnorch. Morgen. Morgen. Ah, was für ein wunderschöner Morgen. Da können wir doch gleich wieder was bauen. So, da. Kein Creeper oder irgendwas. Oh ja, Creeper und Zombie. Gut, Zombies down, Creeper schupfen wir weg, 1, 2, Creeper down, basta. So, dann machen wir den Schönheitsfehler hier gleich auch nochmal weg. Machen wir das auch so. Na, so nicht. So. Da geht's eh noch, ja. Da haben wir nichts mehr. So, so. So. Über 7 Stufen sollst du kommen. Über 7 Stufen sollst du gehen. Das einmal beendet, den Fehler hier. Weil nämlich hier machen wir dann zack und zack. Zack und zack.
Schwupsti wupsti. Schwupsti dupsti. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Und ich sehe schon, mit Holz wird sich das überhaupt nicht ausgehen. Na, das war jetzt nicht gut. So. Komm, verbind dich. Brav. So und so. So und so. Also diese Frame-Einbrüche, was ich jetzt wieder habe. Komisch. Und jetzt geht's wieder. Er ist wieder konstant auf 60. Gut so. Und da muss ich aber eines jetzt weiter rüber. So, das heißt. Achso, ist ja scheißegal. Und zwar hier so, genau. Eins auf die Mauer. Dann machen wir das gleich fertig. So und gleich abholzen. So und gleich abholzen. Ja, so, dann sind wir da auch bald fertig, hoffentlich. Gut, da haben wir eh nichts, haben wir gesagt, beziehungsweise überlege ich mir irgendwas, was wir hier herbauen könnten. Hier hole ich mal eine Fackel her, dass nichts spawnen könnte. So, das ist die Dreierbreite hier, das heißt 1, 2, 3 und hier eine Rundung. Eine Rundung, habe ich gesagt. Alter. Eine Rundung. Brav. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Und dann habe ich noch hier. Jo. Holz zu Ende. Nein, da nicht. Oben. Wo haben wir Birken? Da haben wir Birken. Zack. 1, 2, 3. Gut, 2 Stacks müssten eigentlich reichen jetzt für das, was ich jetzt noch vorhab da unten. Jupp, das passt. Hier eine Fackel her. Dim, di, 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 di. Nee, jetzt baue ich dreimal den gleichen Schaß, Alter. Jo, machen wir es so.